Leute, meint ihr, man findet auch Schmuddel-Pornomagazine in der verbotenen Abteilung? Ich frag für einen Freund. Du hast keine Freunde, Daniel. Ja, und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, hier zu einer neuen Folge von Let's Build, nein, Moment mal, das ist gar nicht Let's Build Hogwarts, wir sind hier in Hogwarts Mystery, das ist ein Unterschied, ganz genau. Aber, wo ich schon recht habe, ist, dass wir gerade in der Bibliothek sind und im Laufe der Folge die Finalaufgabe von Kapitel 22 abschließen werden, wo wir in die verbotene Abteilung gehen werden, um mehr über den mysteriösen Rio zu erfahren. Wer auch immer das ist, ich hab keine Ahnung. Aber ja, vielleicht hat es ja was Besonderes mit dem auf sich und eventuell werden wir das dann auch in der heutigen Folge erfahren. Vorher werden wir aber noch eine andere sehr, sehr spannende Aufgabe übernehmen, denn die Aufgabenliste verrät uns, dass ich immer noch hier an dieser Martagott-Quest sitze und wir als nächstes mit Murphy reden müssen. Und genau, deswegen, Leute, will ich keine Zeit verlieren und ab zu Murphy und mal gucken, was der uns zu erzählen hat. Let's go! Hallo, mein Martagott ist ja dabei. Ja gut, mittlerweile wundert mich gar nichts mehr in dem Spiel, Leute. Damals in den ersten 10 Folgen hätte ich noch gesagt, Moment mal, irgendwie so ein Tierwesen, was mit mir rumläuft. Heutzutage ist das völlig normal. Ich meine, wir hatten Drachen schon dabei, wir hatten Manticores dabei und alles mögliche sonst noch so, ne? Ha, hallo Liz, was geht? Ich versuche, Sir Ribbity beizubringen, durch Ringe zu springen. Naja, mach dich lieber bereit, gleich mit mir in die verbotene Abteilung zu gehen, Liz. Das wird viel spannender. Und was macht der denn da? Betet er den Baum an, oder? Naja, Fragen über Fragen über Fragen. Hallo, Merula. Was ist das für ein abscheuliches Geschöpf, das vor mir steht? Oh, du bist es nur, Granger. Sag mal, hat die mich gerade Ah, nee, Moment mal, ich zieh mein Shirt besser nicht aus, das macht keinen Eindruck. Hallo, du kleiner Knall. Knall ist der kleine Igel, Daniel, du Fischkopf. Aber das ist doch kein Knall. Naja. Schnurr! Ganz genau, so sehe ich das auch. Völlig unerwartet hat Daniel Granger das Klassenzimmer betreten und sich mit dem einzig wahren Quidditch-Kommentator in Hogwarts, Murphy McNally, und seinem Kniesel. Ach, das ist der. Ach so. Der Kniesel heißt Knall. Ach so. Zu verbünden. Hallo Murphy, danke, dass du dir Zeit für mich genommen hast und dass du Knall mitgebracht hast. Vor allem, weil du Knall mitgebracht hast, ich mag Tiere. Es ist mir ein Vergnügen, Daniel. Allerdings bin ich neugierig wie eine Katze, was es damit auf sich hat. Interessant, dass du Katzen erwähnst, Murphy, denn genau über dieses Thema wollte ich mit dir reden. Ich möchte versuchen, einen wilden Martagott zu braten, mit lecker Bratkartoffeln und mit seiner neuen Freundin Mrs. Norris wieder zu ver... Ja, genau. Ich habe etwas Zeit mit meinem eigenen Martagott verbracht, in der Hoffnung, dabei etwas zu lernen, aber dieses Exemplar ist etwas wilder. Und nachdem mir aufgefallen ist, dass sich der Martagott oft ziemlich katzenähnlich verhält, weil er halt auch aussieht wie eine Katze, Daniel Dubrain, so wie Murphy, dachte ich mir, dass du mir vielleicht einige Tricks zeigen kannst, mit denen ich die katzenähnlichen Instinkte des Geschöpfes ansprechen kann. Ich kenne mich zwar auch ein wenig mit Katzen aus, aber Murphy ist kein magisches Geschöpf, so wie Knall. Aber natürlich, Daniel. Hier sind einige Tipps, mit denen du garantiert mit jeder Katze Freundschaft schließen kannst. Jetzt für nur 99 Cent im Monat. Katzenfreundschaften schließen auf murphymcnally.de. Cool, danke Murphy, freut mich auf jeden Fall. Let's go. Naja gut, ich hoffe, es ist ein bisschen günstiger, weil ich Freundesbonus schon verdient habe, oder Leute? Ich war immer nett zu Murphy. Außerdem habe ich ihm bei seiner Tätigkeit als Quidditch-Kommentator 1 geholfen. Allein daher sollte er mir eigentlich wohlgesonnen sein und mir einen Freundschaftsrabatt geben. Genau. Also sofern es überhaupt so eine Internetseite gibt, weil ich bin hier in Hogwarts, Leute. Wie wir alle wissen, funktionieren elektronische Artikel hier nicht. Dementsprechend kann ich jetzt auch nicht mein Handy zu Rate ziehen und Siri fragen. Ja, blöd gelaufen. Aber ist ja nicht so schlimm, denn was laber ich hier eigentlich die ganze Zeit? Ziemlich viel Müll, Leute. Aber schön, dass ihr immer noch dabei seid. Freut mich wirklich. Ach Leute, ich freue mich gleich auf die Hauptstory. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass Hogwarts Mystery was Anständiges aus diesem Rio macht und nicht einfach hergeht und sagt, ja, das war, keine Ahnung, so ein ominöser Zauberer, den es nicht mehr gibt und jetzt ist, ja, keine Ahnung. Was kann man da Langweiliges draus machen?
Also mir würden mehr spannende Sachen als langweilige Sachen einfallen, also von daher Hogwarts Mystery, versammle es nicht. Einsammeln. Danke für die Tipps, Murphy. Das sind wirklich tolle Vorschläge, die mir helfen werden, das Vertrauen des Martergotts zu gewinnen. Du hast erwähnt, dass Katzen gerne hellen Lichtern nachjagen und dabei hatte ich einen Geistesblitz. Ich könnte die Spitze meines Zauberstabs mit einem hellen Licht zum Leuchten bringen und herumwedeln, das kann ich eh am besten, damit der Martergott ihn jagen kann. Das ist eine umwerfende Idee, Daniel. Das ist wirklich kreativ von dir. Hattest du noch nie eine Katze? Nein. Eigentlich schon. Klar, in meinem Schlafsaal, da sind glaube ich sogar 2 oder 3. Verschiedene Arten, aber es sind quasi Katzen. Ein Kniesel, eine Katze und da noch diesen Martergott. Sind 3, glaube ich. 1, 2, 3, ja. Aber dabei stellen sich alle Beobachter eine wichtige Frage. Welchen Zauber wirst du verwenden, um die Spitze deines Zauberstabs zum Leuchten zu bringen? Ist das dein verdammter Ernst? Das ist Erstklässler-Niveau. Oh, da ist ein Knuddelmuff hinter den Flaschen, Leute. Das hat mich abgelenkt. Guckt mal. Der hat sich da versteckt. Ich habe ihn aber trotzdem gesehen mit meinen Adleraugen. Es ist Lumos. Ich weiß es. Ich kann Lumos zaubern, um die Spitze meines Zauberstabs zum Leuchten zu bringen. Was eine Herausforderung. Richtig. Du bist brillant, Daniel. Genauso wie Lumos. Ich weiß. Ich bin Daniel Granger. Das ist der perfekte Zauber, um die Spitze deines Zauberstabs zum Leuchten zu bringen. Los, zaubere Lumos, Daniel. Dann wird der Martergott bestimmt im Handumdrehen mit dir spielen. Ja, spielen. Okay, Leute, jetzt muss ich nur noch richtig Lumos zaubern, aber da ich ja nicht Rowan bin, der übrigens tot ist, soll ich das hinkriegen. So, Daniel, jetzt konzentrier dich. Hey, ich habe das wirklich hingekriegt. Ich bin so stolz auf mich. Oh, das ist süß. Warum reagiert der Kniesel eigentlich nicht darauf? Sieh nur, es funktioniert. Der Martergott jagt hinter meinem Zauberstab her. Zum Glück diesen Zauberstab und nicht den an... Genau wie wir vermutet hatten. Keine Katze kann der strahlenden Verlockung einer reizenden Lumos-Lichtshow widerstehen. Außer mein Kniesel Knall. Ich habe fast den Eindruck, dass der Martergott mit mir tanzt. Ja, Daniel, wahrscheinlich. Warum schweigt die Kamera jetzt zu Merula? Was hat die vor? Merula, lass den Blödsinn sein. Pass auf, Granger. Diese scheußliche schwarze Katze versucht dich anzugreifen. Nur gut, dass die mächtigste Hexe in Hogwarts hier ist, um sich darum zu kümmern. Was? Warte, Moment. Was macht die? Oh Gott. Satan ist in sie gefahren. Merula, nein! Stupor! Nein, Merula, du bist doch bekloppt. Oh, Schande. Sie ist tot. Das hättest du nicht tun sollen, Merula. Jetzt wirst du zerfleischt. Hagrid hat gesagt, dass es eine sehr schlechte Idee ist, einen Martergott mit einem Zauber anzugreifen. Ja, und jetzt zeigt sich, dass er recht hatte. Eventuell so ein bisschen. Und jetzt weiß ich genau, was Hagrid mit dieser Warnung gemeint hat. Was ist das? In einer überraschenden Wendung hat der Martergott den Schockzauber von Merulas Snide abgewehrt. Und als Reaktion darauf scheint sich das Geschöpf zweigeteilt zu haben. Ja, durchaus. Aber warum greift es nicht an? Lauft ruhig davon! Ihr könnt euch nicht ewig vor Merulas Snide verstecken! Merula, du bist dumm. Und wenn ich euch erwische, werde ich euch scheußliche Geschöpfe ein für alle Mal aus Hogwarts zertreiben! Rennt die denn jetzt hinterher? Die rennt jetzt 2 riesigen Monsterkatzen hinterher? Also selbst wenn sie eine Chance hätte, gegen die zu kämpfen... Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der erfolgreich eine Katze gejagt hat und ich rede aus Erfahrung. Und meine sind fett. Sehr fett. Ich muss die Martergotts retten und Merula davon abhalten, noch mehr Ärger anzurichten als bisher. Warum ist eigentlich immer Merula diejenige, die Blödsinn baut? Das ist eine gute Frage, oder? Ich finde auch. Merula aufhalten. Die Martergotts sind in den Wald gelaufen und ich werde sie verfolgen. Ja, natürlich wirst du sie verfolgen, weil es ja nur der verbotene Wald und eigentlich darf da keiner reinlaufen, aber juckt natürlich niemanden. Und ist das da bei dir? Seit wann hat die denn eine Hogwarts-Robe wieder an? Wow, bei dir, ich bin stolz auf dich. Okay, Leute, ist auf jeden Fall eine spannende Wendung. Und wer hat uns mal wieder in den Tee gekackt? Genau, Merula. Und ja, ich mag diese Redewendung, die ist schön. Die ist schön. So, dann gucken wir mal eben auf unsere Aufgabenliste. Beziehungsweise eigentlich muss ich nicht drauf gucken, denn ich habe am Anfang der Folge schon gesagt, was jetzt kommt. Und deswegen, Leute, ab geht's in die verbotene Abteilung.
So, da sind wir nun, Leute. Oh mein Gott. Und da sind diese fliegenden Bücher, die in Let's Build Hogwarts immer einen halben Herzinfarkt in mir ausgelöst haben. Hallo, Liz. Gute Güte, sieh dich nur um. Ein gruseliger Ort. Ja, die Kerzen leuchten blau. Das ist immer sehr, sehr gruselig. Und Bücher, Leute, Bücher! Was genau suchen wir nochmal, Daniel? Jacob liegt im St. Mungo und leidet an schweren Verbrennungen, aber die üblichen Behandlungsmethoden zeigen keine Wirkung. Und ständig murmelt er das Wort Rio im Schlaf. Ich habe versucht, etwas darüber herauszufinden. Wenn ich etwas über die Bedeutung von Rio herausfinden kann, könnte ich Jacob damit wahrscheinlich das Leben retten. Aber ich weiß nicht, ob damit eine Person, ein Ort oder ein Zauberspruch gemeint ist. Hier gibt es ziemlich viele Bücher. Wir fangen lieber sofort an. Ich werde hier nachsehen und du dort drüben. Alles klar. Ja, wetten. Ich hätte eine Wette abgeschlossen, Leute, und ich hätte sie gewonnen. Let's go. Ja, klar, 8 Stunden eine Bibliothek durchforsten, aber sie hätten auch einfach auf YouTube gehen können, DuckyLP eingeben können und meine Faktenvideos anschauen können. Ja gut, es gibt kein Faktenvideo zu einem ominösen Rio, aber sie haben es ja nicht mal probiert. Oh, wo bin ich jetzt drauf gekommen? Oh, auf das Fotoding. Hä, witzig. Ja, genau, und finde ich auch unhöflich. Genau, also Leute, seid nicht wie Daniel Granger. Seid bitte nicht wie Daniel, bitte Leute, seid nicht wie Daniel Granger. Niemand sollte so sein wie Daniel Granger. Aber ja, genau. Guckt lieber nach bei DuckyLP in den Faktenvideos, falls ihr mal was wissen möchtet. Schleichwerbung, ahoi. Nein, Leute, nur wenn ihr wollt. Ich würde mich aber freuen. Vielen Dank. Ach Mann, ich bin momentan einfach unendlich. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Ich strahle voller Lebensfreude. Das ist nicht geschauspielt, ist nie geschauspielt, Leute. Ich versuche immer authentisch zu sein. Es gab in den letzten... Ja, gerade Anfang des Jahres, Ende des letzten Jahres, echt eine mega lange Downphase bei mir. Habt ihr vielleicht gemerkt, ich weiß es nicht, vielleicht im Kontrast merkt man es jetzt, aber aktuell bin ich einfach wieder so unglaublich hyped auf die Wizarding World. Nicht, dass ich es nicht war vor einiger Zeit, also ich war immer Fan der Wizarding World, aber aktuell kommt es einfach wieder extrem nach vorne, weil diese ganzen Ankündigungen mich unglaublich hypen und ja, selbst das Spiel mit seinen ganzen... Problemen, sage ich jetzt einfach mal nett. Ja, kann mich in meinem Hype nicht ausbremsen. Und ja, wie geht's euch, Leute? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ihr gehypt seid, hypt mich das zusätzlich auch. Ich find's immer so schön, dass wir uns gegenseitig hypen. Und ja, ich bin gespannt, Leute. Und wenn das Spiel jetzt, also Hogwarts Mystery, jetzt auch nochmal die Kurve kriegt und jetzt vielleicht nochmal, ja, eine richtig geile Story rauszaubert, wo ja jetzt der Anfang quasi gesät wurde. Ich finde, das ist ein guter Anfang für eine sehr coole Story. Dann toi toi toi, dann bin ich sehr, sehr stolz. Aber, naja, warten wir mal ab. So, nochmal räuspern, dann nochmal besprechen und dann nochmal durchsuchen und dann sollten wir es, na, nicht ganz. Oh Gott, das hätte ich vielleicht nicht nehmen sollen, weil wir kriegen ja auch keine zurück, ne? Richtig, Daniel, egal. Ich kann es mir nicht leisten. Oh, naja. Verdammt, warte mal, das ist erst die Mittwochsfolge, ne? RIP. So, einsammeln. Ich war mir sicher, dass ich etwas in gar böse Zauber... Da gibt's ein Faktenvideo zu, Schleichwerbung, ahoi, finden würde, aber da steht nichts drin. Das Leben meines Bruders steht auf dem Spiel und ich kann nichts dagegen tun. Wir kommen nicht weiter. Was soll ich nur tun, Liz? Ich will Jacob nicht noch einmal verlieren. Nun, warum versuchst du nicht, dich einmal kurz von diesem Rio abzulenken? Wenn ich verzweifelt bin, hilft es mir manchmal, wenn ich etwas anderes tue und mein Gehirn sozusagen neu starte. Welches Gehirn? Warum suchst du statt Rio nicht einfach nach etwas anderem, wie etwa seltene Verbrennungen durch Feuer? Das wäre eine Möglichkeit. Sieh mal, gerade habe ich dieses Buch hier gefunden. Auf dem Deckel ist ein Flammensymbol. Das könnte uns doch vielleicht weiterhelfen, nicht? Ist das ihr Ernst, weil da ein Flammensymbol drauf... Okay, vielleicht. Wie seltsam. Das ist eine Geschichte der Mahotokoro-Schule für Zauberei. Ist das nicht diese Zauberschule in Japan? Komisch, dass dieses Buch in der verbotenen Abteilung steht. Ich bin nicht sicher, Liz, aber der Zauberer mit dem weißen Umhang war einst Schüler in Mahotokoro, bevor sie ihn in der Schule verwiesen haben. Entweder ist das ein Riesenzufall, oder wir sind hier wirklich über einen Hinweis gestolpert. Ich glaube, ich habe herausgefunden, was Rio bedeutet. Jetzt bin ich gespannt. Oh,
Was denn, Daniel? In diesem Buch steht, dass es in Mahotokoro vor hunderten von Jahren einen Lehrer namens Dai Ryosaki gegeben hat. Er hat eine mächtige Waffe erschaffen, wurde aber daran gehindert, sie zum Einsatz zu bringen. Was für eine Waffe? Hier steht nichts Genaueres darüber, nur dass der Schöpfer dieses Wissen mit ins Grab genommen haben soll. Kein Wunder, dass wir nichts zu Ryo finden konnten, der Name war unvollständig. Du liebe Güte, und jetzt? Wenn dieser Schöpfer sein Wissen wirklich mit ins Grab genommen hat, gibt es keine weiteren Hinweise. Da wäre ich mir nicht so sicher, Liz. Jacobs Gesundheit hängt davon ab, dass ich mehr über diesen Schwarzmagier herausfinde. Es gibt jemanden in dieser Schule, der viel über die schwarzen Hexen und Magier der Vergangenheit weiß. Es wird Zeit, dass ich mich mit Cory treffe. Hoffentlich kann sie mir dabei helfen, mehr über Dai Ryosaki herauszufinden. Okay, und damit haben wir Kapitel 22 abgeschlossen und kriegen nochmal unnötige Erfahrungspunkte und unnötiges Geld. Dankeschön. Kapitel 23, die Sage von Dai Ryosaki und der dunklen Schriftrolle. Du hast etwas über die Legende von Dai Ryosaki erfahren, aber könnte das der Grund für Jacobs Verletzungen sein? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Okay, dann wollen wir mal. Ja, Leute, ist auf jeden Fall ein wirklich cooler Anfang und der wird immer cooler. Also ich glaube, sie machen gerade wirklich etwas sehr nice. Oh, das wollte ich eigentlich lesen. Okay, dann müsst ihr nochmal kurz zurückspulen, Leute. Aber ja, mir gefällt das aktuell sehr, was Hogwarts Mystery hier storytechnisch auf die Beine stellt. Und ich bin auch schon sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Nächste Folge werden wir uns das neue Kapitel mal in Ruhe anschauen und gucken, was da auf uns wartet. Und ja, wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch ein Abo auf meinem Logo hier an der Seite. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge am Freitag um 16 Uhr. Macht es gut, liebe Freunde. Wir sehen uns dann hoffentlich und ja, schönen Tag euch allen. Ciao, Leute.